Willkommen zum Teil B vom Fenster rechnerische Erklärung, grafische Erklärung. Hier steht nun, es gilt a ist größer 0 und c ist ebenfalls größer 0. Kann diese quadratische Gleichung zwei Lösungen in den reellen Zahlen haben? Genau wie im letzten Video sollen wir hier wieder eine rechnerische Erklärung und eine grafische Erklärung dafür finden, ob die quadratische Gleichung der Form a mal x zum Quadrat plus b mal x plus c ist gleich 0 mit a größer 0 und c größer 0 überhaupt zwei Lösungen haben kann. Wir machen das Ganze zuerst wieder rechnerisch und werfen hierfür erneut einen Blick auf die große Lösungsformel. Wie bereits im letzten Video, wir haben gelernt, dass wenn die Diskriminante größer 0 ist, also positiv, dass dann unsere quadratische Gleichung auf jeden Fall zwei Lösungen hat. Das heißt, wir untersuchen wieder den Ausdruck d ist gleich b zum Quadrat minus 4 mal a mal c und wir fordern nun, dass unsere Diskriminante größer als 0 ist. Denn wenn diese größer 0 ist, dann haben wir genau zwei Lösungen, wie wir bereits gelernt haben. Nun, was wissen wir? Wir wissen, dass a größer 0 ist und c größer 0. Das heißt, wenn a größer 0 ist und c größer 0 und c ebenfalls größer 0, dann ist deren Produkt auch ganz sicher größer 0. Da wir hier aber ein Minus, ein negatives Vorzeichen haben, ist der gesamte Term deshalb negativ, also kleiner 0. Das heißt, für b wissen wir auf jeden Fall, dass es größer gleich 0 ist. Also für b zum Quadrat wissen wir auf jeden Fall, dass es größer gleich 0 ist, weil es ja hier quadriert wird. Das heißt, wir haben einen Ausdruck, der größer oder gleich 0 sein kann und einen weiteren, der auf jeden Fall negativ ist. Das heißt, was muss das b-Quadrat erfüllen, dass insgesamt unser Ausdruck größer 0 ist. Um das zu erkennen, formen wir die Ungleichung hier ein bisschen um. Wir schieben den Term minus 4 mal a mal c auf die rechte Seite. Das heißt, wir addieren mit plus 4 mal a mal c und erhalten damit die Ungleichung. B zum Quadrat ist größer als 4 mal a mal c. Und genau das ist tatsächlich auch schon unsere Lösung. Das heißt, das b zum Quadrat muss größer sein als der Ausdruck 4 mal a mal c. Und wenn das der Fall ist, dann haben wir eine quadratische Gleichung mit zwei Lösungen. Dann überprüfen wir das Ganze nun auch noch grafisch. Ich habe hierfür ein GeoGebra-File vorbereitet. Und hier habe ich einen Schieberegler für die Koeffizienten a, b und c erstellt. Für unseren Fall soll a größer 0 sein. Hier a ist 1, also das passt. C soll ebenfalls größer 0 sein. C ist 1, also das passt auch. Und nun sollen wir b so wählen, dass unsere quadratische Gleichung zwei Lösungen hat. Das heißt, der Graph der zugehörigen quadratischen Funktion soll zwei Nullstellen haben. Wenn wir nun dieser Erkenntnis hier folgen, dann soll das b² größer als 4 mal a mal c sein. Das heißt, unser a ist ja 1 und unser c ist ebenfalls 1. Das heißt, das b² muss größer als 4 sein. Ja, wenn wir nun zum Beispiel mit für b² einstellen, dann haben wir b² ist genau 4. Schauen wir uns das mal an. Das heißt, wir stellen für b² ein. Ups. Falsch. So, wir stellen für b² ein und schauen, was passiert. Und wenn wir für b² einstellen, dann ist es so, dass b² genau gleich 4 mal a mal c ist. Und hier bekommen wir genau eine Lösung, also eine Nullstelle. Unser Graph hat eine Nullstelle. Nun stellen wir b aber so ein, dass b² größer als 4 mal a mal c ist, zum Beispiel
auf 3. Und dann sehen wir, dass wir tatsächlich hier zwei Nullstellen haben. Das heißt, unsere quadratische Gleichung hat zwei Lösungen. Das gleiche könnten wir natürlich auch im negativen Bereich machen, weil hier quadriert wird. Das heißt, für minus 3 sollten wir ebenfalls, also bei minus 2 haben wir wieder genau eine Nullstelle, also hat unsere quadratische Gleichung eine Lösung. Und bei minus 3 sehen wir hier wieder, wir haben zwei Nullstellen, also hat unsere quadratische Gleichung ebenfalls zwei Lösungen. Das war's für dieses Video. Im nächsten Video geht es mit dem Arbeitsblatt weiter.